Auch da sieht man wieder deutlich, auf dem Flohmarkt in Velten habe ich dieses Teil gesehen und sofort wusste ich, das ist ein Schnabel. Und jetzt musste ich lediglich noch die Figur dazu erfinden. Und dann habe ich also einen hochbeinigen Breitschnabelstachler draus gemacht. Hochbeiniger Breitschnabelstachler. Die Füße sind solche Wickel, Eckenzähne. Eckenzähne, die sind ja auch alles Eckenzähne. Und diese Augen, das ist also auch was Interessantes, die stammen aus dem Bayerischen Wald, Riedelhütte, aus einer Glasbläserei. Das ist Abfall. Und zwar ist es die letzten Reste, die dieser Glasbläser da übrig lassen. Und ich habe gesehen, dass das Augen sind. Und da habe ich also Augen draus gemacht.